Hi meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Answer Not. Ich weiß nicht genau, was mich erwartet. Es ist ein Story-Game, es ist jetzt kein wirkliches Horror-Game. Es geht wohl darum, unsere Frau ist unterwegs, die kommt wohl von Arbeit nach Hause. Und wir sind wohl ein Mensch, der einfach nicht ans Telefon geht, weil er nicht gerne telefoniert und nicht telefonieren kann. Ich kann das nachvollziehen, ich telefoniere auch nicht gerne. Ich bestelle zum Beispiel nicht gerne eine Pizza, ne, und rufe an oder so. Ich mag sowas nicht. Ich weiß auch nicht, da bin ich ein bisschen gestört. Aber wir werden es anschauen. Ich weiß auch nicht, wie lange das Spiel geht. Also ich bin ein bisschen im Zeitdruck. Muss mal gucken, wie lang die Folgen werden. Vielleicht werden es ja ausnahmsweise immer ein bisschen kürzer. Wir machen uns immer relativ lange Folgen. Meistens. Ja, und ich bin gespannt. Ich komme gerade von Arbeit. Heute ist bei mir Freitag, der 10.9. Und ich bin ganz überrascht. Also ich habe ja für die Webcam keine Filter. Und ich bin wirklich kein eingebildeter Mensch. Aber ihr dürft auch gerne was anderes sagen. Aber ich muss sagen, ich sehe heute mal unglaublich gut aus. Also dafür, dass ich von Arbeit komme, ist das alles noch so, ja, in Space irgendwie. Also das Einzige, ich habe mir eben einmal Lipgloss aufgetragen. Bevor einer von euch fragt, ich habe die Fragen schon bekommen auf Instagram. Nein, ich habe mir nicht die Lippen aufspritzen lassen. Habe ich nicht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe meine Lippen in letzter Zeit mal öfter, ja, wer meine Beauty-Videos kennt auf unserem anderen Kanal, könnt ihr gerne mal raufgehen. Der ist verlinkt auch auf der Übersichtsseite. Ich habe meine Lippen gemikroniedelt. Und das macht die Lippen voller, wenn man die richtigen Produkte dafür nimmt. Aber ich habe nicht gespritzt. Und ich würde mal sagen, jetzt haben wir genug gequatscht, genug Infos. Wir gehen ins Spiel. Ansonsten könnt ihr mir mal Gefallen tun. Ihr könnt mir mal bitte einen Tipp geben, was ihr gerne, ja, die meinen anderen Kanal kennen, was ihr gerne mal wieder für ein Video bei uns sehen würdet. Jetzt könnten wir ja auch mal wieder vloggen. Ja, einkaufen mit Mama und so. Geht ja jetzt alles wieder. Sagt mir mal, was ihr sehen wollt. Make-up-Video, ein Quatsch-Video, keine Ahnung, erzählt mir irgendwas. Ja, nur mal so als Tipp, was ich dann auf dem anderen Kanal bringen kann, damit der nicht so brach liegt. Ich meine, da sind unendlich viele Videos. Die meisten von euch werden sie aber alle kennen. So, und jetzt gehen wir mal da, rein. Ich liebe sie. Ausnahmsweise mal nicht selber gemacht, sondern gekauft. Geh mal kurz auf Settings. Sensitivity darf ich meist etwas höher stellen. Okay, mehr gibt's nicht. Gut. Dann gehen wir auf Play. Ist alles auf Englisch. Okay, I wasn't calling for anything in particular. I just wanted to talk to you. It's not that I'm bored or anything, not at all. Tuesdays are always a lot of fun. And Stacy got that, right? Fucking Stacy. As if I didn't have enough work already. Anywho. Yeah, don't forget to book this year's destination, okay? Since you're not over busy working from home. No, mister, you're not fooling me. I know you didn't forget about it. Yep. I saw the catalogs on the table, Zach. Learn to hide your evidence, sweetheart. Mm-hmm. And I also know how much you love these messages, but come on. Sometimes I just dream of you answering the phone, so okay. I don't feel like a crazy person talking to herself all the time. Shit. Jeff's coming. Okay, talk to you later. Love you. Okay, also unsere Frau ist offensichtlich noch im Büro. Wir sind zu Hause. Wir heißen Zack. Ja. Das ist also unsere Wohnung. Okay. Man kann sich in dem Spiel unglaublich viel angucken. Okay. Frage. Hey, sorry.
I just finished. I get stuck again. Was unser Telefon eigentlich? Because of Stacy and her great habit of leaving work early. Yeah, as usual. You know, this time I had to proofread her whole paper before it went into print. Anyway, I'll be home in about an hour. Hey, could you please get the chicken out of the freezer for tonight? Mm. Thanks. Mm-hmm. See you in a bit. Love you. Okay, offensichtlich, das ganze Spiel aus diesen Nachrichten besteht, offensichtlich wird uns gesagt, was wir machen sollen. Der Kuchen ist eine Lüge. Wir sollen also, sie fragt, ob wir das Huhn aus dem Kühlschrank nehmen können, um nachher Essen zu machen. Gucken wir mal. Ah ja, okay. Beck, do you need anything from the drugstore? Was vom Drugstore? I just stopped to buy cigarettes and I'm looking at the beers right now. Okay, sie ist Bier. Well, if you could answer the phone, it might make things easier. Er geht halt einfach nicht ans Telefon. Call me back quickly if you want some. Wenn ich Bier möchte, soll ich mich schnell melden. Please do check if there are any left before you make me buy. Muss da schauen, ob noch Bier da ist. Ist noch Bier da? Offensichtlich wird mir ja angezeigt, was, wie eben, hier ist kein Bier, wo könnte denn, wo kann man die aufmachen, nee. Wo könnte denn Bier sein, hier meine Fotos, Hypnotism, it's benefits, values, und dann, okay. Shopping List. Okay. Bier. Wo könnten wir Bier haben? Ist das unsere Frau? Ist ja süß. Was ist das hier? Oh. Hier ist kein Bier. Hier ist ein Safe drin. Gut. Brauche ich aber jetzt nicht probieren, weil ich habe keine Nummer für den Safe. Noten. Können wir hochgehen? Nee, hoch kann man nicht. Was für Bilder? First, second. Auf jeden Fall fehlt eins. Ein Bild von Zähnen. Wer hängt sich denn sowas hin? Sorry. Könnte das der Code für den Safe sein? Weil... An erster Stelle 5 Fische. An zweiter Stelle haben wir 3 Lampen. Hier fehlt sind an vierter Stelle 2 Zähne. Also quasi 5, 3, 2. Muss ich mal aufschreiben. Könnte sein, aber es fehlt auf jeden Fall eins. So, Bier. Wo finden wir... Was kann das eigentlich... Ach, kannst du nochmal abspielen, falls ich nicht genau weiß. Okay. Das ist... Guck mal. Was ist denn das? Ein Lamm. Eins an dritter Stelle. Ich schreibe mir das jetzt einfach mal auf. Weil... Das könnte ja wirklich und wahrhaftig. Ja, aber wo ist. Love you. See ya. Küche. Oh, Moment. Ah! You haven't called me back. I assume you didn't. Ja, wir haben noch Bier. Actually, I'm calling because I'm stuck in traffic. Sieht dem Verkehr, steckt sie fest. Kannst du das glauben? Another shitty day. Wieder so ein beschissener Tag. Traffic at almost 8 p.m. What the fuck, right? That definitely makes me want to be on a motorcycle right now. 8 Uhr abends ist es schon. You're always right, I know. But you don't need to get out all the motorcycle ads before I arrive, you know? I'm not gonna buy one today. Okay, don't get too bored while waiting for your dear wife to crawl home. Ja. Love you. Okay, also sie hat irgendwas jetzt von Motorcycle, ja, Heften, Broschüren. Find places for inspiration. Das ist unglaublich liebevoll gestaltetes Spiel.
Ich weiß ja nicht, was wir von zu Hause arbeiten. Das habe ich jetzt so nicht rausgehört. No touching. Was haben wir da? 6 To-Do-List. Den Vietnam-Report fertigstellen. Was für ein Magazin. Ein echtes Essen kochen. Gitarre spielen. Clean Desk or not. Cookies. Die Stromrechnung. Den Hardware wechseln. Und die Pflanzen. Und die Wäsche. Ganz wichtig, die Wäsche. Ist unglaublich cool gestaltet. Finde ich gut. Dein PC ging schon wieder kaputt, richtig? Du solltest Kenny fragen, mein Freund. SV Charlie, ich kann das alles in kürzester Zeit erledigen. Ich kann ihn anrufen für dich. Wenn das telefonisches Problem ist. Okay, also wie gesagt, wir können offensichtlich gehen wir nicht ans Telefon aus irgendeinem Grund. Ach, wie cool. Das ist echt cool gemacht. Die Bilder. So, Motorcycle. Hefte. Oh, guck mal da. Ja, okay. Take out. Okay. Hey, it's odd. I'm still stuck in the same traffic jam. Ihr seid immer noch im Verkehr fest. Irgendwas ist passiert, komisch. Die Autos bewegen sich nicht. Ich dachte, es ist ein Unfall, aber die Polizisten inspizieren die Autos. Sie weiß nicht, was los ist. Hast du irgendwas gehört? Irgendwas über irgendwie terroristische Aktivitäten? Im Radio oder in der Zeitung? Okay. Im Radio oder in der Zeitung? Zeitung war hier irgendwo. Hier war irgendwo eine Zeitung. Hier ist eine Zeitung. Nee, aber... Oh, da ist noch ein Bild. Sleep at night. Süß. Zeitung ist es nicht. Haben wir ein Rad? Das Licht hat sich auch total verändert. Seht ihr das? Radio. Hier gibt es so viel zum Umgucken, aber das stimmt. Dann haben wir irgendwo ein Radio. Da! Breaking news. If you're planning on going in and out of the City of Roses, you'll have to be patient. Unexpected traffic jams have paralyzed the City of Portland. Many people are still trying to get home as we speak. The cause is still unknown, but Helen, I'm sure, is just another poor dog locked in a car. More on that later, but now, here's some jazz. Gorgeous, perfect weather in Camposanto today with a temperature high of 45 degrees and a bright... Gorgeous, perfect weather in Camposanto today with a temperature high of 45 degrees and a bright blue sky. Get the barbecue out, people. All right, on to the news now with Bobby Blue. Thank you for listening. Gorgeous, perfect weather in Camposanto today with a temperature high of 45 degrees and a bright blue sky. Get the barbecue out, people. All right, on to the news now with Bobby Blue. Thank you for listening. Okay. Aber es kommt jetzt gerade kein Anruf von ihr zurück. Warum? Zeitung? Noch irgendwas? Der Rechner geht ja nicht. Was könnte man sonst? Hey. Nee. Ah, Zeitung! Da ist er. Okay, jetzt muss ich kurz warten.
cars are barely moving 1 inch an hour. First I thought it was an accident, but it looks like cops are inspecting the cars as if they were looking for someone. I wonder what's going on. Have you heard anything about a terrorist attack? Like, on the radio or the paper? I really hope not. Call me back as soon as you can, okay? Please. Okay, schauen wir mal. Warming on fire. Okay. Nur Asche des Kaffee in Kenia. A new specimen of dinosaurs. Okay, die haben irgendwas Neues gefunden von Dinosauriern. Was? Slowly they morph. Langsam verändern sie sich. Das ist aber eine handgeschriebene Note, die mit drin ist in der Zeitung. Okay. So, jetzt, genau. Hey, Zach, it's me again. You won't believe it. A cop made us all get out of our cars. And now we're all waiting for a bus. Wir warten auf einen Bus jetzt, ohne Erklärung. Ich weiß nicht, was verdammt noch passiert. Like, hat all ihre Arbeit im Auto und wie sie es zurückkriegt, weiß sie nicht. Anders dieses beschissene Telefon, das ist sehr frustrierend. Was machst du? Allein meine Nachrichten bekommen? Wenn du geschlafen hast, werde ich es herausfinden. Du lässt die Couch immer als Katastrophe zurück. Warte. Der Bus kommt. Okay. Ja, der Bus kommt. I'm gonna get it on the bus. Okay, ich gehe in den Bus und rufe dich zurück. Ja, warte mal, die Couch sah wirklich aus wie eine Katastrophe. Ja. Ah, es ist echt cool, dass wir anhand der Nachrichten wissen, was wir als nächstes zu tun haben. Das ist cool gemacht. What's the point of having a phone if you don't answer it? Warum, wozu ein Telefon, wenn man nicht rangeht? Sleep at night, mister. Schlaf nachts. Anyhow, I'm in the bus. Ich bin im Bus. Er bringt uns aus der Stadt. Ich weiß nicht, wo sie uns rauslassen. Ich finde schon einen Weg nach Hause zu kommen. Ich denke, sie haben es unter Kontrolle, was auch immer es ist. Das komische Ding ist, dass keiner weiß, was los ist. Angeblich sollen komische Dinge in der Stadt passieren. Hast du irgendwas davon gehört? Ist alles normal? Ich möchte dich nicht alarmieren, aber du hast irgendwo eine Pistole, richtig? Ist sie geladen? Ich weiß nicht, was es sein könnte. Ich habe komische Leute am Straßenrand stehen sehen. Sie kamen plötzlich von nirgendwo. Nichts. Ruf mich an, wenn du irgendwas siehst oder hörst. Lass mich nur wissen, dass du nicht tot bist, bitte. Okay. Ja. Waffe. Eine Waffe. Das ist diese Lichtverhältnisse. Lass das mal rausgucken. Ah, man sieht nichts. Das ist so gemustertes Glas. Mist. Es ist schon cool gemacht. Aber ich sag, die Lichter von draußen werden so ganz cool. Dieses Knarzen macht mich wahnsinnig, ey. Weil du nicht weißt, wo es herkommt. Ich würde mal darauf tippen, dass die Waffe in dem Safe ist. Das wäre jetzt... Ja. Nein, was? Das... Ja. Ich kann jetzt öffnen. Also wird dann die Waffe drin sein. Ich würde mal sagen, wir machen für heute mal an dieser Stelle Pause. An dieser spannenden Stelle. Es tut mir leid. Ich möchte selber wissen, wie es weitergeht. Ich muss jetzt noch ein paar Dinge erledigen. Bitte, bitte bleibt dran. Sagt mir, wie euch das Spiel bis jetzt gefällt. Ich finde es cool gemacht. Und wir sehen uns morgen zur nächsten Folge wieder. Ich danke euch, dass ihr hier seid und bis dann.